Kamera ein bisschen drehen. Passt. Ja, ist auch eigentlich egal. Die Leute wissen, wie hübsch wir sind. Clemens, bist du ready? Ach so. Clemens hat sich auch letztens, das war voll süß, hat er sich so richtig reingefuchst in diese Replay und war dann so, ich will das noch besser, ich will das Timing noch geiler haben und so, ich freue mich jetzt schon drauf. Ja, ich habe ehrlicherweise, oh, Spielplatz 3 artet gerade aus. Ich weiß nicht, bis wie viel wir spielen ehrlicherweise. Ist es 15, ist es 21? Ich würde mal sagen, 2 Gewinnsätze bis 15, wenn ich auf die Uhr gucke. Ja. Oh, erstes Surf ist direkt geil, Set ist aber gut. Oh. So schön. Das wird man, also das ist bei Surf and Body auch so ein bisschen Signature-Move, beide wirklich den Flick. Ja. Mega stark am Start. Also es ist so ein bisschen der Go-To-Schlag auch, witzigerweise, weil meistens ja die Vorhand, ne? Und die haben wirklich den Flick etabliert. Also es ist super schwierig zu verteidigen dann auch, ne? Ja, das haben die vorhin ja auch in dem, ich glaube, das war ein Viertelfinale. Ja. Oder Viertelfinale gegen Spinetou und Old Setterhand haben die das ja auch oft gespielt. Und die konnten sich nicht so richtig mit der Abwehr drauf einstellen. Mal gespannt, was jetzt Jan und Mario da in der Abwehr gegen machen. Ich hatte Surf and Buddy im Achtelfinale gegen Jakob und der Tommy. Und da war es auch so, dass Jakob und Tommy relativ spät erst auf den Flick gegangen sind in der Defense. Und dann haben sie sich aber umgestellt. Also das ist halt, die sind halt einfach so variabel. Ja, stimmt, ich glaube, das Spiel meinte ich auch. Ich habe gerade was falsch erzählt. Kann sein. Das war das Spiel, was ich auch gesehen habe. 1-1, zweiter relativ sicher. Ja, das ist auch halt geil, ne? Dass er dann den nicht geradeaus durchschiebt, sondern halt den rückwärts nimmt. Ja. Ich bin auch mal sehr gespannt, ob sie auch in der Vorhand schaffen, am Block vorbeizuspielen. Weil ich habe heute schon ein paar Angriffe von Surf and Body gesehen, die so krass noch im letzten Moment dann doch in eine andere Richtung waren. Schauen wir mal. Die haben halt so eine krasse Ruhe, dann auch wirklich im letzten Moment sich nochmal umzuentscheiden. Also gefühlt, ja, zweiter Spieler? Hatte. Oh, schade. Ja, schade. Oh, eigentlich schade. Er ist früh da, ne? Also so früh da, dass man denkt, das an. Ja, die haben halt die Fähigkeit, sich quasi im letzten Moment von außen betrachtet noch umzuentscheiden und einen anderen Schlag zu wählen, was halt für die Verteidigung das Schlimmste ist, weil du stellst dich auf was ein, auf einmal, ach nee, machen wir doch was anderes. Ja. Ja, Set ist gut. Ja, jetzt auch. Er hat so ein bisschen verzögert. Haben die Teams denn schon mal gegeneinander gespielt? Weiß gar nicht. Boah, ja, ey, ich hab's im Kopf. Das weiß ich nicht. Chat. Das. Na, schade. Ja, Observer werden gefragt. Also, Till ist sich relativ sicher. Die anderen beiden sind sich relativ sicher, dass er nicht gut war. Schau mal. Ja, Clemens ärgert sich, weil er das Replay verkackt hat. Es ist aber super schwierig, Clemens. Es ist super schwierig. Weil bei Surf musst du danach noch ein bisschen warten und so. Und dann wartest du zu lange. Es ist wirklich komplex. Offensichtlich war es Rim, also zweiter. Ja. Ja, ich hätte auch gesagt, vom Sound war das irgendwie relativ laut. Man hört es auch über das Mikro so ein bisschen, ne? Ja. Sicherer. Set ist gut. Das ist genau der Signature-Move, aber... Peter hat sich behindert gefühlt im Abschluss. Ah, weil er will quasi zu Jan hinsteppen und er geht nicht aus dem Weg. Ja, er wollte einen längeren Schritt machen, okay. Ist von hier aus auch wirklich manchmal nicht einfach zu sehen. Nee, ich habe es auch nicht gesehen. Aber die vier sind sich einig, von daher. Stark. Jan hat auch die linke, ist auch wieder fast da. Ja, auch hier haben wir drei Observer, einfach, also gar nicht mal, weil die es nicht selber klären könnten, aber weil es halt entspannter ist. Ne? Wir haben Matthias aus Aachen von Lobstars, Thomas, Hameln und jetzt Münster und Markus aus Frankfurt. Genau. Jetzt neu. Halbfinale, ach ja, stimmt. Hat Mario gerade gesagt, ich hätte ihn gehabt. Bisschen Trash-Talk. Warte kurz. Oh, der Boom-Doll da drüber. Bodyblock von Johannes. Sehen wir jetzt nochmal. Bodyblock von Johannes. Zweiten und die flanken den zweiten regelmäßig rein. Stimmt. Da ist der Bodyblock. Vielleicht ist das Set. Als Vorbild von Wack Attack abgeschaut. Ja, das ist ja die klassische Wack Attack. Clemens ist auch stolz auf die beiden, denke ich. Hat sich gehört, aber. Ich glaube, es gibt mittlerweile mehr Teams, die so spielen. Ja, jetzt auch schon wieder. Ja, kriegen sie einen Hit on two, aber ist okay. Ja, ist okay. Till war jetzt nicht so weit weg in der Abwehr. Ja, ich glaube schon, dass das jetzt so ein bisschen die Go-To-Taktik ist. Wenn du dich nicht sicher fühlst mit der zweiten, wenn du das Gefühl hast, boah, ich mache da irgendwie nur 20-30%, dann lieber reinflanken und halt 20-30% oder ein bisschen mehr in der Defense haben. Ja. Und ja, Defense sieht man jetzt aber ganz stark. Ah, das ist ein klassischer Till. Philipp schreibt gerade, es gab das Halbfinale, das war das Viertelfinale in dem Sinne. 18, 20, 15, 12, 15, 12 an Rum und Ran. Und dann, das war die einzige Niederlage von 12 und Body und Rum und Ran ist ungeschlagen.
Pass. Also ein würdiges Finale, würde ich sagen. Ja, und vorhin, als wir noch gar nicht so weit im Turnier waren, ich glaube, das war so Viertelfinale oder so, kam auch vom Chat schon häufig rum und dran, sehen sie ganz weit vorne. Und das beweisen sie jetzt hier auch, ne? Ungeschlagen und im Finale sehr stark. Das ist der Reverse. Da ist der Reverse. Da ist er. Ja, der ist super fies. Der ist super fies. Sehen wir nochmal im Replay, glaube ich. Stark. Mario muss den Step rausmachen, weil er den normalen Cut antizipiert und dann kommt er halt so, dass er den auf links bekommt und dann super unangenehm. Ja, und auf der anderen Seite die Youngstars, da war nämlich auch die Frage, U21-Turnier in Opladen haben sie gewonnen. Dann war halt heute auch die Frage beim ersten Masters, wie sie hier so mithalten können, ne? Und sie beweisen, sie können auf jeden aber, Fall mithalten. Ja, das U21-Turnier, ja, ne? Anderes Teilnehmerinnenfeld. Aber dann haben die einfach mal Mallorca gewonnen. Das war dann halt das Ausrufezeichen, weil man dann gesehen hat, okay, die sind halt... Das ist ein Team, auf das man diesen Sommer wirklich schauen muss. Aus meiner Sicht wirklich mindestens Top-5-Team. Also auch einfach von der Eingespieltheit und so weiter, ne? Individual sowieso, anderes Thema. Ja. Aber das ist nicht verwunderlich, dass sie im Finale stehen und führen. Boomball, Boomball. Ja, aber unangenehm. Er läuft so ein bisschen in die Tribüne. Weiß man jetzt nicht. Ich glaube schon, dass er den gekriegt hat. Ja, Redo. Ja, da sind die sich relativ schnell einig. Das ist sympathisch. Ist ja von Body-Fans hier im Chat. Ja, die sind heute schon den ganzen Tag da. Ja, das ist geil, ey. Wenn du so Fanbase auch hast, ist auch richtig. Oh. Der war so schick von Mario. Aber war der auf dem Rim? Ja, der war so. Also für mich sah der super clean aus. Ich weiß nicht, ob halt in der Zone stand. Der Sound war irgendwie laut. Sag mal kurz. Ja, man sieht es auch von hier. Er sieht super komisch aus, aber schien gut zu sein. Mario zieht beide durch. Ah, geil. Aber ich habe auch gehört, Mario kann mittlerweile auch einen sicheren zweiten Cut. Ja. Also, ja, warum nicht? Ich glaube, er hat halt auf quasi eine generelle Servicequote von über 50%, was eben heißt, dass wenn er zwei macht, halt einen von beiden trifft. Ja. Also, krass. Bült. Das ist stark. Ah, oh, geil. Ah, Set ist gut. Boomball, Boomball. Nein! Der tut weh. Schade, so ein schöner Block. Ah, die sind da. Ah, der tut dann richtig weh in der Recovery, wenn du den noch nicht machst, ey. Zack, Touch ist gut. Set ist, finde ich, auch sehr, sehr gut. Ist ein bisschen drüber, aber naja, schwierig. Ja, hat der Chat auch gerade geschrieben, dass die Sets bei Surf and Body immer sehr gut sind. Ja. Oh. Das ist halt auch absolut aus meiner Sicht ein Plus bei Surf and Body mit links auch sehr, sehr stark. Also gefühlt sind die Linken von denen besser als meine Rechte. Okay, das ist nicht so schwierig, aber naja, ist egal. 10-7. Der war aus meiner Sicht auf dem Rim, spielen sie trotzdem, geboomballt, weg damit. Okay. Der war gar nicht so leicht für Mario wegzumachen. Ja, ein bisschen Offset, aber ja. Macht er gut. Ja, das ist ja. Ich bin ja heftiger Fan von beiden Teams, muss ich zugeben. Ja, also definitiv. Ich kann mir gar nicht jetzt, kann mich nicht entscheiden, für wen ich bin. Währenddessen Jubel, weil im 5-Platz 3 heftiger Ballwechsel. Fabi Klaus ist einmal durch die halbe Halle gerannt. Das kennt man nicht von ihm, dass er so viel rennt. Oh, Mario mit dem Linken! Oh, war der gut? Ja, kurz. Johannes fragt Till so ein bisschen mit seinem Blick, war der gut? Aber ja, war gut. Damit haben wir 19. Er ist hoch, glaube ich. Aber Mario kann halt auch heiß laufen und das ist dann so das Ding, wo du dann als Gegner sagst, boah, scheiße. Ich finde es so beeindruckend, er wirkt dann im Aufschlag selbst immer so entspannt. Also er zieht auch seinen Arm so ganz locker durch und ist nicht so, voll. Ich will den jetzt ballern, sondern ja. Ja, ist er reverse wieder. Komm mal, den hat er. Komm mal, Set ist gut. Set ist nicht so. Nein, Set ist ein bisschen drüber. Mario schüttelt ein bisschen den Kopf. Mario weiß selber. Es war leider nicht gut genug, das Set. Ja. Weil Jan ist da, dass er den so ein bisschen auf die andere Seite stellt, ist okay, aber na, nicht ganz drüber leider. Ah, das war bitter, da hättest du das 10-10 gehabt. Aber sie haben gerade richtig aufgeholt, ne? Weil Surf and Body war schon ein paar Punkte vorne weg. Ja, aber du hast dann bei 9-10 gegen dich die Chance zum Ausgleich und machst es nicht. Das tut schon weh. Glaube ich, denke ich. Ja, der ist hoch. Ja. Ich kann mich bei sowas ja immer nur so reinversetzen und weiß es ja nicht, weil ich noch nie in der Situation war. Also, wobei doch, Finale habe ich schon mal gespielt, aber. Ja, schon, safe. Schon länger. Mach dich mal nicht so klein hier.
Ja, Intermediate mal. Intermediate mal. Und 2019 in Berlin mit Clemens von Hänisch. Aber das war ein anderes Level damals. 2018 mit Tobi. Oh, jo, das stimmt. Ja, ja damals, da gab es sowas wie Cut und Reverse Cut gab es noch nicht. Da konnte ich noch mithalten. 10-11. Boah, schade. Jan hat auch, ich finde Jans zweiten auch krass, weil der schiebt den relativ langsam durch, aber der hat trotzdem so ein bisschen Cut. Ja. Der bringt den halt sicher drauf, ne? Und was ich jetzt sehr spannend finde, dass Jan und Mario jetzt gerade nämlich nicht so wirklich in der Defense den Touch kriegen im Block, was ja vorhin im Halbfinale unfassbar oft war, weil Till und Johannes gefühlt sehr flach abschlagen und da mit Blocken irgendwie nichts zu holen ist. Ja. Da wird jetzt Rim gecallt. Scheint auf Akzeptanz zu stoßen. Ja, doch, ja. Also, das Set verschiebt sich, das ist jetzt nicht mal ein sicherer Indikator, aber schon... Ja, irgendwie schon, ne? Also gefühlt fehlt es jetzt gerade so ein bisschen an dem, was sie in den Spielen zuvor hatten. Also immer wieder den Block auch und den Defense. Genau, ja. Aber auch weil Till und Johannes das nicht so zulassen. Gefühlt. Also gefühlt sind die beiden Jungs halt so sicher am Abschluss, dass da in der Defensive halt nicht viel zu holen ist. Platz 11, 13, jetzt muss er langsam... Ja, da ist der Erste. War der hoch? Kurze Frage. Ich finde, er sah hoch aus, ehrlicherweise. Echt? Gucken wir mal kurz drauf. Wenn wir uns schon nicht einig sind. Ja, ja, klar. Was willst du da sagen, ne? Ist doch hoch, oder? Ganz ehrlich, ey. Also, ja, wenn wir uns nicht einig sind, dann wie sollen die das sein? Das stimmt. 12, 13. Aber sie sind sich einig. Boah! Das Set war sehr, sehr flach, aber in dem Moment richtig. Weil Till halt direkt dra steht und dann kann er den schön vorhand mit dem Pull durchziehen. Da war jetzt auch mal der Block, aber leider ist er ein bisschen in die falsche Richtung abgeprallt von Mario. 15, 12. Wir wissen immer noch nicht, ob es 15 oder 21 ist, ne? Ich würde mal 15 tippen, ehrlicherweise, auch wenn es natürlich nicht so geil ist, aber. Der ist auch hoch. Weil dann hätten wir jetzt den ersten Satzball. Beim Buy Receive für Johannes gegen Jan. Bälle, haben wir Bälle, Thomas pennt. Thomas hat wirklich gerade geträumt. Das war richtig süß. Ist auch schon spät. Ja, steht ja auch im Chat, ist halt schon spät. Thomas träumt als Observer. So, 3-4. Jetzt time to shine. Ja, da ist er. Erster Satz geht an Surfing Body. Sehr stark. Ja. Jan steht da. Ja, da machst du nicht viel. Bist halt. Ja, aber das waren jetzt mal zwei Angriffe von Surf and Body, wo zumindest mal ein Touch irgendwie da war bei den beiden. Also vielleicht können sie sich da jetzt auch adaptieren und im nächsten Satz doch ein paar in der Defense holen. Ja, und es ist 13-15, ne? Das ist jetzt auch nicht so, als wenn du dann den Satz irgendwie komplett so krass verloren hast, dass du jetzt dir irgendwie Sorgen machen musst. Das sind halt die zwei Reaktionen, ne? Die diskutieren jetzt auch, okay, dann ist eine Set, vielleicht in einem Receive besser und dann bist du auch wieder dran. Also ich hätte jetzt ehrlicherweise, kannst du jetzt auch sagen, nicht viel, was ich jetzt taktisch besprechen würde, was man besser machen kann. Oder gab es jetzt so grobe Dinge, bei denen man sagen müsste, boah, das definitiv müssen wir jetzt andersrum laufen oder mehr auf den Flick gehen oder so. Sehe ich jetzt ehrlicherweise nicht. Nee, ich glaube nicht. Ja. Also vielleicht könnt ihr ja in den Chat schreiben, wenn ihr da was gesehen habt, aber ich habe jetzt ehrlicherweise nicht so viel gesehen. Das ist halt dann einfach die ein, zwei Angaben, die dann halt mit Druck kommen und dann hast du das Set danach nicht. Aber in der Defense. Ja. Ja, Mario macht dann so ein bisschen, die probieren dann noch so ein bisschen rum. Mario ist, glaube ich, immer noch Knie. Es sieht immer noch so ein bisschen so aus, als wenn das Knie dann ihn doch ein bisschen beeinträchtigt. Ja, ich glaube, er zieht durch heute, aber ich weiß nicht, ob das für sein Knie so das Beste ist. Ich hoffe für ihn, dass es alles gut geht und es nichts Schlimmes ist. Mal schauen. Ja, du weißt ja nicht, ist es ein akutes Trauma? Also ist er jetzt wirklich irgendeine Bänderverletzung oder ist es irgendwie halt eine Dehnung, ne, Innenband, Außenband, Clemens kriegt hier eine Massage. Wo ist unsere Massage? Ich sag jetzt euch, wie es ist. Ne? Ich war heute den ganzen Tag in der Regie. Ich habe persönlich keine Massage bekommen. Und Clemens sitzt einmal in der Regie und Toni massiert direkt die Schultern. Wie bitte? Du hast gefragt. Ja, mein Fehler. Stimmt. Mein Fehler. Ich habe einfach nicht gefragt. In der Pause kann muss ich einfach, ein bisschen muss einfach mal, Ich muss einfach mal ein bisschen häufiger fragen, ob mich irgendwelche Mädels massieren können. Weißt du, was du machen musst? Die Leute, die immer hier hinkommen zur Regie und dich vollquatschen und ein bisschen stören, die fragst du einfach jedes Mal, hey, schön, dass du da bist, kannst du bitte meinen Rücken massieren? Wenn du schon mal hier bist, sag mal, hast du eigentlich eine Ausbildung zum Masseur gemacht oder zur Masseurin? Dann let's go. Ja, nee, verstehe ich schon. Das ist eigentlich eine gute Nummer, das stimmt. Weil es kommen sehr viele Leute am Tag und
Ja. Das wäre schön. Ja, das war auch mein Gedanke. Jan ist nicht tief genug im Block. Ja, ich finde es eh so schwer. Also, wie möchtest du, also, wie kann man überhaupt diese sehr flachen und aber auch weiten Abschlüsse verteidigen? Wie funktioniert das? Weil ich finde manchmal fast, dass man die auch nicht blocken kann, wenn die so tief sind. Naja, das ist ja das Grundsatzproblem, dass das Finishing teilweise so gut ist, dass du aus meiner Sicht wirklich gar keine Chance hast. Außer du hast einfach Glück. Also du stehst halt gut und klar ist dann die Blocktiefe, ne? Wie tief gehst du runter? Gerade Jan muss halt einfach auch ein bisschen tiefer gehen, damit er quasi noch alle seine Oberschenkelfläche quasi ein bisschen Ja. runterbringt, sich dann ein bisschen nach hinten lehnen. Aber das ist doch einfach auch irgendwann Glück. Also irgendwann ist es einfach Glück, je nachdem, wie du stehst. Ja, was man vielleicht adaptieren könnte, wir können jetzt mal gleich auf die Blockbewegung schauen. Ich glaube, beide, Mario und Jan, gehen beide ja so tief, wie es geht, mit beiden Beinen. Und man könnte ja auch sich so seitlich stellen und ein Knie auf dem Boden und das andere steht. So ein bisschen den Sören Herzog machen. Ja, genau. Also vielleicht würde das helfen, dass man Ja. wirklich tiefer ist. Aber man ist natürlich auch sehr viel unflexibler und kann nicht mehr so schnell Du kommst nicht wieder loslaufen. hoch. Wobei die Genau. beiden sind dynamisch. Wobei bei Mario weiß ich es nicht, ob das mit dem Knie nicht auch so ein Todesding wäre, wenn er sich dann einfach auf ein Knie Ja. so auf seitlich hinsetzt, Ich ob er dann weiß wieder hochkommt. Ne? Also wahrscheinlich eher nicht. Ne? Ja, und gar Buffalo nicht. wird gecallt. Nein, das ist spiegelverkehrt. Ich habe mit links getrunken. Genau. Das ist Lukas Peter Schmandra macht das sonst, aber er ist gar nicht, ist er gar nicht. Naja. Ich habe leider gar keinen Plan, Nee, ich auch wer nicht. Das ist, ist auch wirklich aber. ein Rätsel also teilweise sogar seit Wochen. Also wir machen das jetzt schon ein paar Wochen und so ein paar Nicknames kommen immer wieder. Ich denke immer so, Alter, wer ist das eigentlich? Und ich würde es gerne wissen, aber die Ja, Leute. also Leute, wenn ihr euch traut, dann schreibt mal rein, wer ihr seid und aus welcher Community ihr kommt. Oh, guter erster Surf. Ja, Touch ist da. Ah, schade. Surfer gut, aber Receive ist halt auch trotzdem entspannt, ne? Also den hätte ich so entspannt nicht angenommen, bin ich ganz ehrlich. Ja. Dann hat Mario den Touch, aber Jan kommt nicht in den zweiten. Es war auch im ersten Satz, klar, es gab auch ein paar Asse von Mario, aber viele, viele gute Abschläge, die die beiden angenommen haben und weggemacht haben, ist halt Ja. auch einfach Qualität, ne? Ja, Qualität ist hier. Wer ist hoch? Selbst bei Jan ist der hoch. Ah, Till sagt nein. Das wird jetzt spannend. Ich fand den auch nicht so Hast du ein safe Replay? hoch. Clemens hat ein Replay. Clemens ist jetzt eine Replay-Maschine geworden. Sag ich euch, wie es ist. Ja, guck mal, er springt hoch. Der ist zu hoch aus. Und meiner Sicht ist er auch zu hoch. Wird auch Aber wenn als. er springt, ist er ja mit seiner Schulter hoch. Naja, aber Das, es zählt ja also. der athletische Stand, wenn er steht. Und dann, wenn er dann hochgeht, dann ist es ja ein anderes Thema. Aber der athletische Stand zählt ja quasi beim Aufschlag. Das ist ja der Tiefe. Okay. Ja, er springt hoch. Das macht es halt von außen mega schwierig zu sehen. Aber Jan selber, der ist auch hoch. Ja. Denise freut sich darüber, dass ich Lukas Peter Schmandra sage. Ja, so heißt er halt. Ne? Voll schön, es schreiben ein paar Leute rein, wer sie sind. Es freut Ja, mich. endlich, ey. Danke, Leute. Ich bin der Arno. Wer ist Arno? Schreib doch mal ein bisschen, wo du herkommst. Was machst du beruflich? Wie alt bist du? Was sind deine Hobbys? Bist du Oh, Single? mein Gott! Oh, der ist eklig. Oh, der ist eklig. Ach Gott, ist das eklig. Ja, was machst du da? Mario sagt auch, ganz ehrlich, wenn. Ja, danke, anonym, ey. Danke für nichts, ey. Nee, Denise Ortwin ist die auch den Nickname entsprechend hat, Leute. Also jetzt fangen wir ja mal hier mit meinem Meta-Ebene an. Zweiter wird reingeflankt. Und zweiten kriegt er um die Ohren. Ja. Zu Recht auch, ne? Das ist jetzt schon häufig passiert, ne? Dass Surf and Body reinflanken und dann einen zweiten kassieren. Ja, aber das nimmst du halt dann mit. Also, das nimmst du mit und in Kauf. Oh, nee, das Set ist nicht gut. Oh, den macht er? Das Set ist okay. Den macht er weg. Stark. Schön. Ja. Ja, ich glaube, Chill ist nicht ganz zufrieden. Er weiß nicht, ob er gut war. Da hätte ich ehrlicherweise jetzt den zweiten von Mario erwartet, weil da alles frei Warte, ist auf man der kann es Seite. hören. Aber weiß er nicht. Kann man es mit der Server? Wir müssen es beurteilen, ob es ein Hinder war. Ob es ein Hinder war oder nicht. Ach, boah, jetzt mal gucken hier. Gott sei Dank. Ach, Jonas aus Göttingen. Herr, Grüße gehen raus. Ja, da wird diskutiert. Ich glaube, der Call ist, dass Jans Angriff auf dem Rim war. Ich hätte ihn persönlich clean gesehen. Nee, es geht darum, ob Till behindert wurde. Wann? Ja, das ist halt das Problem, weil der Ballwechsel war relativ lang. Ja, das ist ja das Problem. Also, wenn, dann muss es ja quasi beim Endballbesitz gewesen sein. Weil sonst muss er es ja vorher callen. Stimmt. Also 3-3. Ja, 3-3.
links. Ja, Luca, guter Hinweis, genau. Das ist ja das Thema, ne? Wann callst du? Also theoretisch kannst du nicht sagen, ja, vor 3 Ballbesitzen, da wurde ich mal behindert. Also wenn, dann musst du das direkt sagen. Ja, du musst direkt Stopp sagen, ne? Auch wenn die anderen noch den Ball spielen wollen. Ja, oder du selber. Also das ist ja auch super unangenehm, wenn du quasi eigentlich eine gute Annahme hast und denkst, ja, ich mach das Ding jetzt, also ich gewinne den Ballwechsel jetzt auf sportliche Art und Weise, musst du halt trotzdem abbrechen. Ja. Ja, Doppelfehler. Ah, nee, war der erste, sorry. Anderer Ball. Du aber, glaube ich, mit den Bällen, also dass du den gleichen Ball nochmal bekommst, wenn du einen zweiten Ausschlag hast? Nee, ich glaube nicht, aber ich mag die weichen Bälle nicht. Also die sortiere ich immer aus. Ja, okay. Ja. Ich glaube nämlich, die anderen, die Jungs hier mögen die weichen Bälle, da können sie besser reingreifen für den Cut. Ja. Er ist hoch aus meiner Sicht. Ja, genau. Wenn ich cutten könnte, wäre das bei mir vielleicht. Ja, das ist bei mir auch das Ding so. Ja, ist mir egal, welcher Ball, ich hau den einfach nur stumpf drauf, das ist doch egal. Ja, also, ja, meine Aufschläge leben eher von der Schnelligkeit und mag ich lieber, die ein bisschen praller sind. Ja, verstehe ich. Jetzt weiß ich gar nicht, was der Call ist. Pocket. Scheint Pocket Call zu sein. 4-4. Ich glaube, die sind sie alle selber und sie haben 4-4, doch, ja. Ja. Ach, stabil. In der Zwischenzeit ist das Spiel um Platz 3 vorbei und ich habe keine Ahnung, wer gewonnen hat. Philipp und Fabi, höre ich gerade. Fipsi holt dann doch mal einen dritten Platz, nachdem das letzte Woche nicht ganz geklappt hat, im Spielplatz 3. Macht seine Schwester glücklich und schenkt ihr dann dritten Platz. Sehr gut. Ja, letztes hat er in dem Sieger in Mainz dann noch den vierten Platz geholt. Da gab es keinen Preis und Paul hatte an dem Tag Geburtstag. Das heißt, er konnte ihr kein Geschenk machen. Oh je. Schlechter Bruder. Jetzt hat er es nachgeholt. Ja, die haben auch ein richtig gutes Turnier gespielt, auf jeden Fall. Ja, definitiv. Also dritten Platz. Haben sie sich verdient. Bei der Qualität des Feldes. Wenn du den vorher gesagt hättest, dritter Platz, hätte ihn gesagt, ja, nehmen wir. Bumball. Er hat ihn. Set ist gut! Und da sind sie da. Da sind sie doch am Start. Nice. Hör nochmal. Ja, Receive war schon nicht so gut. Set ist eigentlich okay. Ja, Jan hat ihn. Und dann. Das Set fand ich richtig gut. Für den Receive war das Set überragend. Ja, definitiv. Ja, Clemens, ich weiß auch nicht, was bei den Replays los ist. Ja, dann macht doch länger. Einstellungen. Naja, Einstellung ist unten rechts. Geiler Surf. Aber den hat er gut, ey. Ja, Block ist aber da. Zweiter! Redo jetzt wegen des. Ja, aber dann stellt eure Stative da nicht hin. Also ja, sorry, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Du kannst dich doch jetzt nicht über dein eigenes Stativ beschweren, dann stell das halt da nicht hin. Das ist nicht seins. Okay, dann ist es jemand anders, aber dann stell es da nicht hin. Ja, das ist doch jetzt, das ist jetzt wirklich, ne? Das war wirklich im Weg. Ich kann diese ganze, ich filme alles nachvollziehen. Auf Ausgabe oben. Ausgabe. Dann oben diese Leiste, Wiederholungspuffer. Genau, und dann kannst du verlängern. Ich verstehe diese ganze Thematik, dass man jedes Spiel filmen möchte, damit es analysiert. Aber sorry, jetzt beschwert ihr euch über euer eigenes Setup. Also das ist, naja. Ist doch nicht so schlimm, Marcel. Ja, der ist jetzt hoch. Ja doch, aber für die Spieler ist das doch scheiße jetzt. Weil das wäre jetzt quasi das Break gewesen für Rum und Ran. Aber die haben sich doch ganz entspannt geeinigt. Ist das so entspannt? Also ich glaube nicht, dass es so entspannt war. Jetzt hat er dann das Aster hinterhergeschoben, okay. Aber das weißt du vorher nicht. Und macht noch eins hinterher. Ja. So muss man das halt, ganz ehrlich, das ist halt geil. Ja, klar. Du kriegst irgendwie einen Call, mit dem du vielleicht nicht 100% einverstanden bist, machst trotzdem die Wiederholung und ballerst dann halt einfach durch. Ja, das ist psychologisch sehr wertvoll, das stimmt. Genau. Ja, da fühlt er sich jetzt auch gerade richtig. Ja, aber so diese ganze Thematik, ne, ab wann ist es ein Hinder und so, dann stellt die Dinger halt woanders hin. Also, naja. Er ist jetzt Doppelfehler, oder? Jetzt theoretisch ein bisschen über das Mikro. Das kommt nicht. Ja, Till hat gerade gesagt, dass er nicht so sicher ist, ob Mario den Ball im Anwurf auch 10 cm anwirft. Mario sagte ihm gerade, dass er nur die Hand verlassen muss. Also die Regel hat sich da anscheinend geändert. Aber hast du das so mitbekommen über den Kopfhörer? Ja. Über den Kopfhörer? Ja, ich höre die nämlich über den Kopfhörer nicht, aber das könnte meine Einstellung sein, das ist nicht so schlimm. Zu leise hier. Wir reden drüber, dann halten wir demnächst die Fresse. Ja, Clemens, kannst du den unteren Regler... Clemens?
den unteren, bei der dieses das noch ein bisschen höher, ja, so ein Schnuff. Ja, dann hört man es nämlich ein bisschen mehr. Danke. Vielleicht sogar noch mehr. Der ist stark. Ja, also der Ball muss keine Zentimeter, 10 Zentimeter hoch sein. Ja. Er das muss halt 10 Zentimeter verlassen. Also die Hand verlassen. Die Hand verlassen kann er ja auch andersrum. Ich glaube, die 10 Zentimeter ist auch abgeschafft worden. Es muss halt deutlich die Hand verlassen. Genau, halt darum geht es ja gerade. Ah, okay. Ja. Ja, das ist jetzt die Frage, wie du, weil, ja, kommt er hin, kommt er nicht in Hallenproblematik. Er hat gebremst, also ich... Na, das Problem ist ja immer... Kommst du dran? Ja, nein, klar. Aber dann stehst du 7,5 oder ja, sind wahrscheinlich schon 12 Meter weg. Und dann die Frage, wie wahrscheinlich dass du den Ball zurückbringst. Das darf aber eigentlich für die Entscheidung keine Rolle spielen, aber tut es ja trotzdem irgendwie. Ja, ich finde es auch schwierig. So, jetzt ist halt, und jetzt lässt du die Observer das entscheiden, aber was lässt du jetzt die Observer entscheiden? Ob die der Meinung wären, dass Johannes den bekommen hätte und dann rangebracht hätte und dann gefinisht hätte? Fragst jetzt die Observer nach einem Konjunktiv. Ja. Also was würdest du jetzt da als Call machen? Ich würde wiederholen. Ja? Ja. Okay. Ich glaube, ich würde, wenn ich drei Observer wäre, also wenn ich einer von drei Observer wäre, würde ich sagen, ihr anderen beiden entscheidet. Will ich nicht. Ey, das ist so ein Call, den kann ich persönlich nicht. Zweiter wieder sicher. Set ist gut. Finish ist gut. Finish ist gut. Ja, wir laufen so ein bisschen auf den dritten Satz raus, ne? Ich wollte gerade sagen, wie viel steht es denn jetzt eigentlich? Ja, Clemens verkackt gerade, es steht 8-9. Ja, viel Gewackel. Da ist auch irgendwann, hast du schon mal irgendwann mitbekommen, dass jemand 5 Sekunden gecallt hat? Nee. Ich weiß nicht, manchmal habe ich das Gefühl, man könnte das mal machen, aber es ist natürlich der komischste Call, den man machen kann, weil keiner steht da mit einer Stoppuhr. Aber 5 Sekunden ist schon echt lang. Ja, ja. Oh, das Set ist aber gut. Boomball. Hat er. Ah, schade. Schade, Marius da. Richtig starkes Set von Till. Da wurde er ja voll abgeschossen. Fabi, Glückwunsch. 19. Er ist hoch. Ja, wir haben jetzt heute schon ein paar Mal so die Info bekommen, dass Leute im Chat irgendwelche Sachen nicht schreiben können. Ey, das ist irgendein Bot, der dann das rausschiebt. Das sind irgendwelche Regeln von Twitch. Wir können da ehrlicherweise nur so bedingt was dran ändern. Also, es sind irgendwelche Wörter, die da nicht drin sein dürfen, was auch immer. Kann ich euch nicht sagen. Oh! Alter, es ist unangenehm. Gönn dir das Ding mal. Da gab es doch einfach nur Applaus von Mario. Also. Ja, und Jan hat ja die längsten Arme hier im Business, ne? Wenn der da nicht rankommt, ey. Ja, Vater, ey. Er ist hoch, glaube ich. Ich weiß es nicht. Oh Gott. Sieht knapp aus. Ah, boah, den finde ich. Jetzt siehst du auch in einem Replay. Der ist schwierig. Ja, wir sehen es jetzt auch. Die Distanz von unseren Augen zum Bildschirm ist leider auch so groß, dass du es im Replay nicht siehst. Vor allem durch die Cuts geht der Ball ja auch manchmal relativ weit am Körper vorbei. Und dann finde ich es noch schwieriger zu sehen, ob er jetzt über Schulterhöhe ist oder nicht. Ja, voll. Ja, klar, wenn er halt nach rechts außen geht, ne? Also dann hast du die Schulter halt nicht mal als Referenzwert, weil die halt einen Meter weiter weg ist. Aber es wurde high gecallt. Jetzt ist er 5 Sekunden. Ja. 11-10. Das Break ist weg durch das erste Ding von Till, aber immer noch. Ja, der ist auch hoch. Jan hat natürlich auch so ein bisschen das Problem, weil er auch ein bisschen größer ist, dass er natürlich tendenziell den Ball auch ein bisschen von einem höheren Winkel schlägt. Ne? Also man muss ihn halt immer noch flacher fallen lassen als alle anderen. Zweiter sicher. Set ist gut. Finish ist gut. Oh, Jan ist fast da. Einfach stark. Im Sideout sind die beiden echt stabil. Johannes und Till. Ja, im Grunde genommen gefühlt kannst du sie jetzt nur bekommen, wenn Mario eine Angabe trifft und sie dadurch irgendwie ein bisschen aus der Routine kommen. Bei den Defense-Block war schwierig. Wir hatten am Anfang vom zweiten Satz hatten wir 2 Block-Touches, wo ich gesagt habe, oh, jetzt vielleicht kommen sie so langsam rein und seitdem nichts mehr viel. Gar nicht mehr, stimmt, ja. Auch wichtige Nachricht im Chat, Till ist übrigens Single. Ja. Telefonnummer ist 0174 und... Nee, das können wir nicht machen. So, 2-1 und jetzt ist natürlich die Geschichte Mario, wie ich gerade gesagt habe, der kann halt mal mit dem Service, richtig, also Jan kann es auch, aber Mario, yeah! Oh,
Boah, ganz ehrlich, ich sehe das nicht. Kann man das? Till geht halt auch weit nach hinten gerade, ja, wodurch der Ball natürlich ja höher ist. Ja. Also, boah, das ist super schwierig zu sehen. Ja. Also, es war wohl gut. War gut, ja. 3-1. Und damit sind wir jetzt gerade in Richtung dritter Satz unterwegs. Nein! Oh Gott. So schön. Und so souverän im Slide. Das ist so krass, welche Ruhe die dann einfach haben. Immer ganz entspannt wegflicken. Und ich finde es halt so geil, wie flach die Flicks sind. Super spät. Ja. Wie weit die auch sind, das wollte ich sagen. Also sie sind flach natürlich, aber sie sind auch einfach weit raus. Ja, beides halt, beides. Genau. Diese Kombi zu haben, das ist schon echt extrem stark. 2-3. Jetzt muss ja im Grunde genommen schon wieder jetzt das Rebreak kommen, sonst sind wir hier bei Match-Ersatzball. Ja, da ist der Doppelfehler. So, jetzt erstmal Jan. 14-12, entspannte Situation, ne? Machst du das Break, hast du den Satz, machst du das Break nicht, hast du danach das Sideout zum Satz. Gibt Schlimmeres. 4-2. Links. Ja, komm, nicht, nimmt er. Er sollte er nehmen. Dich safe genommen, oder? Warum? Der kommt doch so locker hoch, dass der Receive ist gut. Das verstehe ich nicht. Oder geht er jetzt wirklich auf den Doppelfehler? Ja, der ist hoch. Ja, gut, komm. Ja, sorry, Leute. Mein Fehler. Hätte ihn genommen. So, jetzt interessant. Mario, Sideout für den Satzausgleich. Der ist so flach auch. Unfassbarer Reverse-Cut-Aufschlag. Also. Und mit dem spiele ich zusammen. Im Englischen gibt es da einen Namen Clutch. Clutch Performance. Ich freue mich gerade, weil ich nämlich mit Johannes ein Turnier spiele dieses Jahr. What? Yes. Ja, Maschine, ey. Dass du den eingekauft hast. Oder der dich, wie auch immer. Ja, er hat mich eingekauft, obwohl er mich gar nicht kannte. Ja, das ist dein Ruf, Merle. Dein Ruf eilt dir voraus, heftig. Ja, 5-4, ey. Schon sind wir wieder in der Reihe. Alter, ich war, ja, Sideout gegen dich. Ne? Zack, Ass, Ananas. Und schon hast du 14-14. So, Mario kann das auch. Ja, Receive ist gut. Oh. Johannes spielt das Set bewusst flacher und schneller. Ja? Ja, aus meiner Sicht spielt er den extra nicht von uns, sondern er schiebt den so ein bisschen rüber, damit eben auf die Seite Till hat dann Platz. War für mich, sah zumindest für mich aus. 15-15. Der ist hoch. Finde ich es auch voll die sinnvolle Strategie. Ja, klar, also klar, du gibst der Defense weniger Zeit, indem du halt das Set misst. Ist, beim Volleyball ist auch der kurze Stellball. Mhm. Ist ja auch so ein Standardding, oder? Jetzt kein Volleyballer, aber das halt eben den dann kürzer stellst. Und ich finde, beim Roundhand, also bei mir ist es auf jeden Fall so, ich schlage dann auch direkt flacher ab. Ja, du hast nicht so, du kannst den gar nicht so hoch raushauen, genau, weil halt flacher kommt, ja, logisch. So, jetzt Jan. Sideout. Block. Ah! Was war gewesen? Ich hab das direkt aufs Netz gegangen, aber, ja, aber er stand Jan in der war Zone. In der Zone. Ja, ja, er steht auch, also er steht definitiv in der Zone, das kann man sagen. Und wenn er dann direkt drauf ging, dann ist das leider nicht erlaubt. 6-6. Oh, Leute, ich hätte Bock auf den dritten Satz. Come on. Nichts gegen Till und Johannes, aber... Wieder Reverse. Set ist aber gut. Er war nicht gut, ne? Nee. Er hat auch gefühlt sich noch im letzten Moment umentschieden. Oh, Matthias macht den aktiven Call? Matthias? Das ist interessant. Matthias macht, glaube ich, Matthias als Observer hat den aktiven Call gemacht, Fußfehler bei der Angabe. Krass. Ja, wenn er es sieht, dann sieht das. Ja, es ist der aktive Call. Also du willst die Observer und wenn sie dann was gegen dich callen, dann ist es halt so. Wenn er den Call gemacht hat, hat er den Call gemacht. Passiert. Ob du das jetzt magst oder nicht, anderes Thema, aber dafür sind sie da. Hast du die Diskussion bekommen? Ich habe die nicht auf dem Ohr. Ich habe es nicht ganz verstanden. Ich glaube, es ging darum, dass der Observer nicht callen soll, wenn es der erste Aufschlag ist, weil auch wenn der Aufschläger einen Fehler macht, kannst du dich ja trotzdem noch dafür entscheiden, den zu spielen, wie bei einer Pocket oder wenn er hoch ist, wenn du das Gefühl hast, du hast jetzt einen leichten Aufschlag. Ja, okay. Und dann ist es halt doof, wenn der Observer das callt, wenn du eigentlich als annehmendes Team das spielen möchtest. Ja, ich glaube, das war gerade das Problem. Ja gut, er hat es aber danach erst gecallt. Aber ja, das ist schwierig. Also 17-16 jetzt erstmal. Da ist er da. Ja, super schwierig, weil er hat ja quasi nicht aktiv gecallt in dem Sinne.
Aber er hat ja darauf gewartet, wie der Ballwechsel ausgeht, hat es danach gecallt. Also er hat ja quasi dem Spiel die Chance gegeben, das sich zu klären intern und dann erst gesagt, dass es halt Fehler war. Ja, vielleicht ist es auch genau richtig, so wie er es gemacht hat, dass er dann gewartet hat, ob Till und Johannes den Punkt machen. Genau. Und dann das zu sagen, so sorry, aber das war ein Fußfehler. Weil wenn es halt ein Sideout wäre, dann brauchst du den Call halt nicht machen. Ja, also 7-7. Come on! Eieieiei. War der mit links? Der war mit links. Alter Vater, ey. Aua. Das ist so beeindruckend, mit was für einer Power er einen linken Aufschlag macht. Hammer. Er geht halt mit links in die Front Pocket, hat den krassen Winkel und so ein bisschen Cut auch noch. Und das ist einfach eklig. Zweiter wird reingeflankt. Till hat den Touch. Aber ja, machst du nicht viel, aber du bist dran, ne? Er ist dran. So ein spannendes Spiel. Krass. Ja, jetzt hast du ein bisschen auch die Kräfte wieder verschoben, weil jetzt hat Surf and Buddy den Receive immer, um in Führung zu gehen. Was natürlich fürs Hardcap dann heißt, dass du Receive hast. Ja. Das ist das, was ich meinte. Jan steht eigentlich gut im Block, aber Surf and Buddy greifen den so gut an ihm vorbei an. Ja, das ja. Ist so krass gut. Das muss er erstmal schaffen, ne? Ja. Reverse. Set ist okay. Oh, ist das der Matchball? Ist das der Matchball? Hat er. Geiler Ballwechsel. Nochmal in Gänze. Geil. Ersten haben sie. Keine Ahnung, warum die Plays abbrechen. Sag ich dir, wie es ist, Clemens. Ich habe keine Ahnung, warum die abbrechen. Ist nicht deine Schuld. Der Prakti hat keine Schuld. Jetzt Auszeit bei 19-19. Es wurde eben gefragt, was das Sideout, was das Break ist. Ich glaube, wir haben das sogar auch im Stream als, nennt man das nochmal mit dem Ausrufezeichen? Command. Ja, Ausrufezeichen. Ja, hat sich jetzt schon geklärt oder sollen wir es nochmal erklären? Ja, also ein Break ist anders, als man es vielleicht kennt, wenn du bei eigenem Aufschlag den Punkt holst und ein Sideout ist, wenn du bei gegnerischem Aufschlag den Punkt holst. Also ein bisschen wie beim Beachen. Ja, das ist eigentlich das. Ja. Ja, also ich hätte auch ehrlich gesagt unfassbar Bock auf den dritten Satz. Ja, lass mal jetzt. Aber ich bin gespannt, was passiert. Lass mal jetzt 21-19 für rum und dran, wäre ich dafür. Aber Surfen Buddy. Haben wir denn jetzt Hardcap? Ja, 21, glaube ich. Also ich bin relativ sicher, dass wir Hardcap 21 haben. Weil wir haben halt viel nach 9, ne? Also das ist halt irgendwann auch so ein... Ich habe auch mal gehört, dass wir eigentlich um 9 Uhr diese Halle verlassen sollten. Ja, aber das ist ganz ehrlich. Vorher wurde gesagt, ja, wir sind um 8:30 durch. Und ich so, mit einem Doppel-K.O.? Niemals in diesem Leben. Es geht immer so lange. Es ist ja auch schön, dass es so lange geht, ne? Weil Qualität und die Spiele dauern länger. Aber es ist halt jetzt in dem Fall, naja, 19-19. Doppel-K.O. richtig schön. Ja, aus Sicht der SpielerInnen ist es geil, weil du hast eine zweite Chance. Aber aus Turnierorga-Sicht ist es eine vollkommene Katastrophe, weil du kannst es nicht kalkulieren. Weil das kann halt schnell gehen, es kann aber auch Jahre dauern, so wie jetzt. Ja, vor allem, wenn du so eine lange Gruppenphase hast. Ja. Also beim Beachvolleyball wird auch oft einfach nur direkt... Oh, touch, mal kurz. Matchball. Jan hat den Redo. Ja, muss er ein Redo machen. Redo. Muss er ein Redo machen und Till ärgert sich zu Tode. Aber muss er ein Redo machen. Till denkt sich, wenn er den 2 Meter weiter nach links haut, ist er weg. Ja, und bitte. Da sind keine Menschen im Weg. Jetzt kommen wir kurz, Jan. Ja, der hat den bekommen. Und nochmal Matchball. Der Matchball, Leute. Okay. Bin ein bisschen nervös. Till könnte jetzt natürlich Ass zum Match gewinnen. Wäre natürlich krass. Also Mallorca. Nee, hat er. Sir, ja, das hält's gut. Geil war. Ja, gut. Der ist nicht gut. Wie schön, die beiden sich einfach freuen über den Sieg. Ey, die haben fucking Masters gewonnen. So was geht? Und sind vorgestern erst nachgerückt. Ja. Und sie hatten eigentlich den ersten Startplatz für Hamburg. Also ja, für Fans dieser Masters anmelden konnten. Sind nicht reingekommen. Ja, guck mal, hat immer das Jubeln. Ja, verdienter Sieg. Wir machen auf jeden Fall ein Interview. Die sollen mal, Clemens,
Kannst du dem Bescheid geben, dass sie das Mikro unter dem Set mitnehmen soll? Da können die reinquatschen. Das Mikro unter dem Set genommen. So, auch die Zweitplatzierten werden hier ordentlich gefeiert. Ja, Stimmung ist mindestens am Siedepunkt. Kannst du einfach so lassen. Kannst du einfach so lassen, genau. Ja, jetzt auch rum und dran, ne? Klar ist das irgendwie bitter, wenn du das Finale so knapp verlierst, aber wenn du denen vorher gesagt hättest, dass die Zweiter werden, dann ist auch super mitgenommen, glaube ich. Ja, das könnte man nachher auch mal fragen, also. Ja. Da machst du in dem Moment auch nichts falsch, denke ich. Ja, auch Mario, der jetzt die ganze Zeit irgendwie mit Knieproblemen durchs Turnier gelaufen ist. Ja, definitiv. Clemens, du kannst einmal auf Talk umstellen, aber dann musst du noch die Quelle reinschieben. Ja. Und dann musst du noch auf Plus unten. Links, unten, ja, da, ja, in der Mitte, bei Quellen. Unten auf Plus. Und auf Audio-Eingabegerät, ganz oben. Und dann ist egal, wie du es benennst, kannst einfach auf OK. Passt schon. Ist okay, kannst einfach so lassen. Und dann kannst du oben aussuchen, das Bose, nee, wer ist das? Ja, das ganz unten. Ganz unten, ja. Passt. Und dann auf OK. Und dann sind die da auch mit drin. Kannst auch gucken, ob die unten... Ja, passt. Aber wir machen direkt Siegerehrung. Siegerehrung sind die Männer. Ja, dann ins Interview später scheinbar. Lass uns. Ja, oder wir müssen uns die... Ah, ne, die Siegerehrung geht schon los. Ich wollte gerade sagen, wir müssen uns die jetzt noch schnell klauen, aber... Ah, das wäre krass. Das klappt nicht. Ja, Clemens, ich glaube, dann kannst du doch einfach umschalten. Ich glaube, das könnte heute mit Interviews schwierig werden. Ja, mach ruhig. Ich glaube nämlich, dass das Problem ist, dass wir schnell aus der Halle müssen. Das stimmt. Und ich muss noch mein Handy suchen. Und das dauert halt, deswegen müssen wir jetzt Gas geben bei der Siegerehrung. Weil bis du dein Handy hast, ist ja dann auch... Ja, hier sind ganz viele... Auch hier vorne an der, am Strom waren nur 37 Handys. Oh, warte. Können wir das nicht chronisch jetzt nach vorne geben? Dina, kannst du das den einfach in die Hand drücken? Was ist das? Den einfach in die Hand drücken. Wohin? Den Leuten in den drücken. Ja, wo ist noch? Das coole Flugbier. Das coole Flugbier haben wir noch. Ich hol's gleich. Ja. Mach viel weiter. Da klimpert's doch. Da ist doch hier drin. Sind wir jetzt bei der Siegerehrung vom Beginners-Turnier, oder? Ja. Ja. Cool. Auf Platz 2 sind es die Pfefferkörner. Warum hörst du das und ich nicht? Das klingt unfair. Ich weiß nicht, was bei dir. Wir haben jetzt die Toneinstellung verkackt, ey. Teil. Aber es war. Ey, wir haben so viel gute Resonanz bekommen für das Mikro unterm Set, das machen wir definitiv zäufiger. Ja. Okay, Darmstadt repräsentiert. Ja. Voll. Und jetzt kannst du es halt auch einfach dem in die Hand drücken und dann quatsch dir da rein, dann passt das. Fühlt sich nicht so wohl alleine da oben. Naja, aber Till hat auch nicht. Das ist, der ist genau. Nicht. Ach, aber er repräsentiert nur Darmstadt. Genau. Und auf Platz 1 sind es die Pink Groundhogs. Pink Groundhogs. Das Spiel hatten wir dann auch im Stream. Ja. Beginner. Finde ich auch cool. Ach ja, stimmt, du hast kommentiert sogar. Wow. Ja, für die Zuschauer. Genau. Ja. Pink Groundhogs gewinnen die Beginner Division. Ehrlicherweise war das auch keine Beginner Division, es war schon eher intermediert. Also ja, haben wir auch gesagt. Also, es war schon echt gut. Auf jeden Fall. Aber ist auch okay, ne? Also, es ist halt auch schwierig, sich da auch einzuschätzen. Dann sind halt auch mal besser Menschen, die sich ein bisschen unterschätzen, ne? Als überschätzen. Hast du auch das Bier im Kühlschrank gesehen, wo dran stand, bitte nicht anfassen? Das ist das offensichtlich. Ja, habe ich jetzt auch, auch festgestellt. Das sind die Preise. Das ist sicher besonderes Bier. Jungs, ja, ich glaube auch. Und Bälle geschenkt, die als Preis haben wir noch Socken cool. Mit unserem neuen Logo. Ja, von die sind bemalt. Die haben wir jetzt leider. Hör mal rein, was die erzählen. Spät angekommen. Also du? Tag, ziemlich bitter. Die kriegt ihr aber auf dem nächsten Turnier oder schicken wir euch zu oder sowas. Da schreiben wir euch nochmal. Kontaktieren wir euch. Also alle 6 oder was? Die alle auf dem Platz. Gerne. Es gibt noch Socken, aber die sind leider noch nicht fertig geworden. Also, witzig, dass du mir das erzählst, alle. Ja, chillige Nummer. Geil, dass man das hört, ey. Aber Investition hat sich gelohnt. So, kurz mal alle leise, wir machen die Pro Division.
Also, Pro Division auf Platz 3. König und Klaus. Fipsi in den dritten Platz gemacht. Ja, Harvey und Philipp auch ein zusammengewürfeltes Team. Ramen geplant. Dritter Platz beim Masters, kann man machen. Ja, bin ich auch. Ich habe leider nicht so viel gesehen von Fabi und Philipp, aber ich habe gehört, die haben ein richtig gutes Turnier gespielt. Das stimmt, ja. Das beweisen sie ja auch mit dem dritten Platz auf jeden Fall. Intermediate Division ist in einer anderen Halle. Das ist das Thema. Wir haben leider so viele Teams gehabt, dass wir eine verschiedene Halle brauchten. Die ist 3 Kilometer entfernt in Karlsruhe. Deswegen Intermediate Division leider woanders. Aber zweiter Platz für Jan und Mario. Und auf Platz 1! Geiles Turnier gespielt. Surf and Body! Sag ich dir, wie es ist. Die Freiburger Jungs. Man darf nicht so laut ins Mikro klatschen, habe ich gehört. Aber das mache ich auch immer. Dann wird auch ein Surf- und Buddy-Tanz aufgeführt. Ja, auch sehr kreativ. Surf und Buddy. Surf und. Ja, die sich richtig lange überlegt, was die schon da machen. Nach ein paar Bier heute Abend. Mach ich den, ich mach den auch jetzt schon. Ist gar kein Stress, mal auch nicht dann. Alles gut. Ja, ey, sehr verdienter Sieg. Hamm, ja, ein Spiel verloren gegen Rum und Ran. Das ist jetzt natürlich bitter, ne? Rum und Ran, Surf Buddy steht quasi 1-1, aber die einen sind auf Platz 1, die anderen auf Platz 2. Ja. Machst du nix. Ist halt so. It is how it is. Die Flagge aber muss noch richtig rum. Das Coole beim Double Out, dann hast du nochmal die Chance auf ein Rematch. Schöne Bilder, Leute, ey. Schöne Bilder. Boah, ich hab Angst um das Bier. Wackelt schon. Was sagst du um das Bier? Das wackelt schon. Ja, ja, ja. Stell mal vor, jetzt geht die Glasscheibe kaputt. Glasflasche kaputt. Ja, Interview. Ja, die müssen den Ball jetzt oder in die Kamera halten. Hör mal zu, weil ihr hört zu, ich hör's nicht. Redet immer da rein. Also entweder nächstes Turnier oder wir schicken es euch zu, das klären wir noch und dann kriegt ihr den noch. Ich hör's halt nicht. Es gibt noch Socken. Die Info hatten wir schon. Es sind noch Socken da. Es sind noch so, jetzt Socken wird noch ein Interview gefordert. Ja. Hol die mal ran. Kannst du ein Surf und Body noch bringen? Kannst du ein Surf und Body noch holen? Ja, und das Mikro auch. Aber vor allem Surf und Body. Wieso machen wir das Interview eigentlich nicht so, dass die Jungs sich vor die Kamera stellen? Und ja, dann müsstest du die halt, also wenn du jetzt Bock hast, hochzuklettern, die Kamera auf die zu richten, dann gerne. Oder Frank Clemens. Clemens, hat jemand Bock von euch auf die da oben zu... Da oben sind ja auch ein paar Leute. Ja, wir machen das einfach, die sollen hier rumkommen. Okay, machen wir so. Ja. Clemens geht auf Talk, ihr quatscht einfach da rein. Weiß ich nicht. Ihr quatscht da rein, das ist euer Mikro ab jetzt. Also in den nächsten 2 Minuten. Soll ich weggehen? Ist das nee, ist schon okay. Komm, so ein bisschen. Ach, so. Nee, Gaffern, ich muss weiter nach rechts, so wie die Kamera ausgerichtet ist. Ja, ja, wir können die auch einfach besser auslöschen hier. Oh, er war zurück. So durch jetzt rein, ja, so ist super. So ist super. Hört man mich so? Hallo? Ja. Top. Das geht schon. Du hörst sonst mit dem Chat agieren. Guck mal hier, ihr habt auf jeden Fall einen Fan Number One, das macht er seit dem ganzen fucking Tag. Eigentlich nur am Spam. Ja, keine Ahnung. Jeden Lurak. Liebe. Liebe, liebe Anine. Ja. Wer Liebe? Ja, erzählt doch mal, wie war der Tag für euch? Sau anstrengend. Hättet ihr Tickets an den Mund, Mensch? Ja, sehr anstrengend. Also, der Tag hat um 6.15 Uhr, glaube ich, begonnen. Wo ich jetzt allererst mein Auto suchen musste, weil ich das leider nicht gefunden hatte, weil mein Papa das irgendwo abgestellt hat und es geschneit hat. Das heißt, die ersten 15 Minuten habe ich damit verbracht, mein Auto zu suchen. Und dann kam ich schon ein bisschen verspätet bei Johannes an. Dann ging es hierher und seitdem die Gruppenphase ein bisschen holprig. Also wir waren nicht mit allem ganz zufrieden in der Gruppenphase, weil ein paar Sachen dabei waren, die wir nicht so gerne hatten. Aber dann hat es irgendwie Fahrt aufgenommen. Ja. Knapp, viele knappe Spiele gehabt, saugeil. Sau anstrengender Tag, aber... Ja. Also erzähl das erstmal mit dem Auto, dachte ich, okay, das wird jetzt eine sehr lange Erzählungsfrage, bis du mit dem Auto anfängst weiter. Ja, aber ja, ihr habt euch gesteigert im Turnierverlauf, habt ein Spiel verloren gegen Rum und Ran, im Finale dann gegen Rum und Ran und dann gewonnen. Ja. Habt ihr was verändert im Finale? Bisschen mehr zugemacht am Netz vielleicht, aber nicht aktiv. Also doch, wir haben was haben wir Verteidigung gesagt? Fand ich war ein bisschen besser. Hey. Danke. Richtig, hey, komm, ja, hast du es vergessen? Das ist nice, ja, hier wurde Preise vergessen. Ja, sorry. Was wir verändert haben oder ob
Wir haben es am Netz ein bisschen besser zugemacht, würde ich sagen. Und wir haben davor unsere Angaben nicht ganz getroffen. Das lief jetzt im Finale einfach besser. Da haben wir mehr Druck reinbekommen mit den Angaben und haben die irgendwie auch nochmal mehr durchgeballert. Ja, sehr cool. Also wir haben auf jeden Fall auch gesehen und auch der Chat, dass ihr auch euer eigenes Sideout so solide runtergespielt habt. Es gab wenig Asse, die ihr kassiert habt. Ihr habt echt mal gut in der Annahme gestanden. Und auch die konnten euch nicht blocken. Also ihr habt immer so flach abgeschlagen, dass sie auch keine Chance hatten, euch zu blocken. Und ja, das war echt richtig stark. Frage im Chat von Philipp. Fühlt es sich an von Wartenliste Platz 24? Ja. Das ist stark. Das ist ein guter Punkt. Das ist ein guter Punkt. Da wird das mal abwarten hier, ne? Ist egal. Da müssen wir wohl 2 Sekunden unterbrechen. Oder hören die uns? Okay. Jetzt können wir wieder. Ja, ich muss ehrlich sagen, wir hatten zwar nicht damit gerechnet oder wussten es nicht fest, aber haben beschlossen, wir halten uns diesen Samstag frei. Und ich glaube, am Donnerstag habe ich dann irgendwann meine Dauerkarte für die Südtribüne jetzt ja, Freiburg gegen Bayern abgegeben. Und meinte, nee, ich komme in dieses Turnier rein. Die Warteliste, wir sind am Tag, das wissen wir noch nicht. Okay, oder weißt du schon? Spoiler mit dem Chat. Spoiler Chat. Genau, und hatten einfach die Hoffnung, dass wir hier mit einer Stunde Anfahrt, 1,5 Stunden, noch am Tag davor reinrutschen können. Hätten sie uns heute Morgen noch Bescheid gesagt, wären wir ready. Aber es ist schon gestern passiert. Ja, cool. Und kommt hier hin, performt und gewinnt das Ding. Geil. Ja, geile Story. Richtige Geschichte. Also bei euch bis jetzt U20-Turnier gewonnen, Mallorca gewonnen, erstes Masters gewonnen. Wo geht da die Reise noch hin dieses Jahr? Berlin-Warteliste. Platz 23. Jetzt Platz 12. Das ist Hoffnung. Also das ist das nächste Ziel, aber so langfristig. So langfristig ist, glaube ich, auf jeden Fall mein großes Ziel, wäre Nationalteam. Das da reinzuschaffen, würde ich behaupten. Oder das wäre so mein langfristiges Ziel. Das mal so als ersten Step und dann. Darauf wollte ich hinaus. Danke. Es gibt immer eine Frage gestellt und die Antwort bekommt, die man gerne hätte. Cool. Ja, hier sind wir im Chat Worlds. Ja. Ja. Kann man, glaube ich, sagen, oder Merle? Ja, auf jeden Fall. Ich finde, ihr habt es unfassbar gut gespielt. Es hat richtig Bock gemacht, euch zuzuschauen. Und genießt jetzt den Abend noch, auch wenn ihr K.O. seid. Danke. Aber feiert vielleicht noch ein bisschen. Bleibt ihr jetzt noch hier? Fahrt ihr morgen erst oder fahrt ihr heute schon? Wir müssen heute noch. Oh Mann, no. Okay, dann feiert euch im Auto. Ja, dann feiert euch im Auto. Scheiße. Ja, ist okay. Scheiße. Ist okay. Ja, ganz ehrlich. Ey, passt schon. Ey, aber also mit feiert euch meine ich halt auch dieses Gefühl, man menschlich, geht, also nicht trinken, man freut sich ja einfach so, morgen der Tag wird mega geil sein für euch, wenn ihr einfach zu Hause sitzt, euch vielleicht nochmal den Stream anschaut und denkt, ey geil, wir haben gewonnen. So, das ist auch witzig, weil du weißt halt, was passiert, du warst ja dabei, aber ja, geil, du guckst dir nochmal an, wie du gewinnst, so, das ist irgendwie cool, ne? Weil du brauchst dir nicht irgendwie Sorgen machen, was passiert, das ist, ach ja, geil, wir gewinnen ja eh. Ja, schön, ja, schön, hast du recht. Ey, viele geile Sachen dabei, also, gönnt's euch. Ja, dann gucken wir noch, du hast ganz viel, was ist hier los? Ja, in trockener Haut, das ist... Okay. Ja, das ist ja ganz rissige, wunde Haut. Handcreme. Das okay. Ja, die benutze ich immer, aber. Ja, sowieso fette Handcreme, so richtig fettig ist, wäre so der Tipp. Ja. Aber, ja, warte schon. Ja, Glückwunsch, Jungs, kommt nach Hause. Berlin-Warteliste schon Platz 10. Ja, es ging schon nach oben. Wenn wir noch weiterreden, ist es dann irgendwann auch Platz 9. Also, während wir reden, wird es vielleicht drehen jetzt auch manche Mannschaften zurück, weil sie denken, oh Gott. Ja, lieber ein bisschen. Das stimmt, ja. Ja, das stimmt schon, ja. Okay. Also, ich würde sagen, vielen, vielen Dank fürs Interview, für den coolen Tag und ja, fahrt vorsichtig nach Hause. Das machen wir. Danke fürs Kommentieren. Ja, voll gerne. Viel Spaß morgen. Ciao, ciao. Ciao, ihr beiden. Ja, viel Spaß morgen, stimmt. Ja, guck zu, bitte. Vorne tun die morgen. Ja, Merle, was ich morgen auch. Ja, Merle, guter Stichpunkt. Morgen geht's weiter.